8,2% der Menschen in Österreich, aber auch Deutschland sind von Depressionen betroffen. Es ist die häufigste psychische Erkrankung. Jedoch sind hier nur circa die Hälfte, also knapp 4%, tatsächlich in therapeutischer Behandlung. Und gerade heute durch Social Media und andere Online-Plattformen wird immer mehr Druck auf vor allem Jüngere in unserer Generation ausgeübt. In dem heutigen Video wollte ich meinen gesamten Mut zusammennehmen und gegen dieses totgeschwiegene Thema ankämpfen. Ich möchte heute in diesem Video von meiner Depression erzählen, wie es mir damit ging, wie es dazu kam und vor allem, wie mir Therapie geholfen hat. Das Ziel ist, dass ich vielleicht eine einzige Person, die sich dieses Video ansieht, dazu ermutigen kann, sich Hilfe zu suchen, wenn sie tatsächlich Hilfe brauchen sollte. Ich möchte dir die Angst in diesem Video nehmen, die Angst davor, sich Hilfe zu suchen. Ich möchte aufzeigen, dass es kein Symbol der Schwäche ist, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Denn das Wichtigste, was jeder von uns im Leben hat, ist man selbst. Denn wenn man nicht mit sich selbst zufrieden ist, wird man es auch nie mit dem Leben um sich herum sein. In diesem Video möchte ich dir erzählen, an welchen psychischen Erkrankungen ich genau erkrankt bin, wie es dazu kam, dass ich gemerkt habe, dass ich alleine damit nicht mehr so richtig zurechtkomme. Aber ich möchte auch darüber berichten, wie denn so eine Sitzung bei einem Therapeuten abläuft und warum ich der Meinung bin, dass jeder von einer Therapie profitieren könnte. Also mal ganz beginnend zu mir. Ich bin durch viele unterschiedlichste Dinge, die in meinem Leben passiert sind, immer zurückgezogener und ruhiger geworden. Das heißt, das Wiederholen einer Schulklasse, das Verlieren von wichtigen Menschen in meinem Leben und alle diese Dinge haben dazu geführt, dass ich festgestellt habe, dass es mir immer schlechter geht. Bei mir hat sich das so geäußert, dass ich mehr gegessen habe, weniger rausgegangen bin und generell Menschen gemieden habe. Ich habe mich vor mir selbst und vor anderen versteckt, mich vor den Computer gesetzt und bin in die digitale Welt abgetaucht. Und mit der Zeit musste ich feststellen, dass immer mehr hier hinzugekommen ist und es mir immer schlechter ging. Ich habe mit der Zeit verlernt, was es denn wirklich bedeutet, glücklich zu sein, und ich wusste einfach nicht mehr weiter. Als ich dann an einem tatsächlichen Tiefpunkt angelangt war, habe ich festgestellt, dass ich hier alleine nicht mehr weiterkommen werde. Ich werde alleine nicht mehr die Kraft finden, um hier diese Ereignisse und die Geschehnisse verarbeiten zu können und weitermachen zu können. Und durch Unterstützung in meinem vorhandenen Umfeld, durch meine Familie und vor allem durch meine Freundin, habe ich mich dann fast schon dazu überreden lassen, mir mal eine Therapiestunde anzuhören und zu schauen, wie es mir denn hiermit so geht. Und der erste Platz, den ich hier gefunden habe, war bei einer recht jungen Therapeutin und das war eine sogenannte Kennenlernstunde, also eine Stunde, die dafür genutzt wird, um sich selbst und das Gegenüber ein bisschen kennenzulernen und zu schauen, ob die Therapieart die richtige ist und ob man denn miteinander klarkommt. Und das große Problem war hier, dass ich mit meinem Gegenüber in dieser ersten Sitzung nicht klargekommen bin. Und das hat mich abgeschreckt. Ich habe diese Stunde beendet und habe dann erstmal ein halbes Jahr mich nicht mehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich bin zu dieser Dame nicht mehr hingegangen und ich wollte auch keinen anderen Platz suchen, da es mich schon so viel Kraft gekostet hat, diesen ersten Platz zu suchen. Also war ich wieder an dem Punkt, an einem sehr tiefen und hoffnungslosen Punkt, wo ich nicht genau wusste, wie ich alleine weitermachen soll, aber auch nicht die Kraft gefunden habe, mir erneut eine andere Person als Unterstützung zu suchen. Jedoch ging es mir dann irgendwann einfach so schlecht, dass ich wusste, dass ich Hilfe benötige. Und es war wieder dieser Punkt angelangt, wo ich an einem Tag genug Kraft hatte, mir diese zu suchen. Ich fand eine neue Person und hatte meine erste Stunde dort. Und das hat dann tatsächlich sehr gut gepasst. Wir haben uns gut verstanden, ich habe mich sehr geborgen gefühlt und ich habe gemerkt, dass mir mein Gegenüber in dieser Situation, in der ich mich befinde, tatsächlich helfen kann. Diese Therapeutin, die ich gefunden habe, ist eine private, da man eigentlich heutzutage
gar keine wirkliche Chance hat, hier einen Kassenplatz zu finden. Was das Ganze kostet und wie ich mir das leiste, darauf möchte ich dann später noch eingehen, aber ich würde sagen, als erstes möchte ich euch mal von meiner Diagnose erzählen. Denn nach den ersten Sitzungen und nachdem ich so ziemlich alles erzählt habe, was mich so belastet hat und mir vor allem sehr viel zugehört wurde, stand dann recht schnell unter Anführungszeichen meine Diagnose fest. Hierzu muss man jedoch anmerken, dass eine Diagnose immer in ICD-10-Codes angegeben wird. Das sind einfach Abkürzungen, die für bestimmte Diagnosen stehen. Meine Diagnose war die folgende. F33.2. Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome. Und F41. Angststörungen mit Panikattacken. Diese zwei Diagnosen waren für mich eine größere Überraschung, als ich gedacht hätte. Denn ich habe mich nie als depressive Person gesehen. Ich dachte einfach nur, dass ich in einer nicht so guten Phase bin und es mir nicht so gut geht. Ich wusste nicht und ich hätte niemals mich getraut, mich selbst depressiv zu nennen. Das war für mich einfach jemand, dem es deutlich schlechter geht. Aber mit der Zeit musste ich feststellen, dass ich genau so eine Person war. Schlechte Gedanken haben meinen Kopf eingenommen und gute Gedanken wurden schneller verdrängt, als sie es hätten werden sollen. Die zweite Diagnose, die Panikattacken, war jedoch etwas, was mir so nicht bewusst war. Durch das Schildern, wie es mir geht und was ich denn so tagtäglich durchmache, hat mir dann meine Therapeutin erklärt, dass manche Phasen hier als Panikattacke eingestuft werden. Also wenn es mir besonders schlecht ging und ich dann auf einmal in einen weinenden und sehr angstüberfluteten Zustand geriet, in dem ich wirklich mich sehr in das Gefühl, das ich gerade erlebte, hineinsteigerte und dann wirklich länger brauchte, um aus dieser Situation herauszukommen. Das ist eine Panikattacke gewesen und das hatte ich tatsächlich zu diesem Zeitpunkt des Therapiebeginns und ich habe eigentlich nie jemandem wirklich davon erzählt, aber durch die Erklärungen wurde mir dies bewusst. Aber wie läuft denn jetzt eine solche Therapiesitzung ab? Grundsätzlich startet das Ganze immer mit der gleichen Frage. Wie geht's dir? Und sobald mir diese Frage gestellt wurde, antwortet man. Der Unterschied zum Alltag ist hier jedoch schon, dass man tatsächlich lernt, mit der Zeit hier sehr ehrlich zu antworten. Dies hat mehrere Gründe. Man hat keine Angst, jemanden gerade zu sehr mit seinen Emotionen zu überschütten. Man hat aber auch keine Panik, etwas Falsches zu sagen oder für das, was man sagt, verurteilt zu werden. Denn das Gegenüber hört einfach sehr wertfrei einfach nur zu. Und nachdem wir dann meistens die Frage, wie es mir geht, geklärt haben, ergeben sich in der Regel mehrere Themen, die man denn in der heutigen Sitzung besprechen möchte. Dinge, die einen über die letzte Woche belastet haben, beschäftigt haben, Dinge, die dazugekommen sind, Dinge, die schwieriger geworden sind, aber vielleicht auch Dinge, die leichter geworden sind. Es geht quasi darum, einfach sehr offen über den Gefühlszustand zu reden. Oftmals wird hier dann auch sehr viel erklärt, warum man bestimmte Dinge fühlt, was es für Auslöser gibt. Und eine Sache, die man auch recht früh lernt, ist, dass es hier sogenannte Trigger gibt. Trigger sind Situationen, Dinge, Wörter oder ähnliche Dinge, die einen gewissen Gefühlszustand aus der Vergangenheit auslösen und dich darauf bestimmt reagieren lassen. Diese Trigger erkennt man als normale Person, die sich nicht damit auseinandersetzt, meistens nicht. Sie führen jedoch dazu, dass man sich plötzlich viel schlechter fühlt, als man es vielleicht noch vor einer Stunde getan hätte. Und all das sind solche Kleinigkeiten, die man in so einer Sitzung lernt und der man lernt, damit dann umzugehen, diese Trigger zu erkennen und eventuell mit der Zeit dann auch hier gegenzusteuern. Die Frage, die hier natürlich bleibt, ist auch eine Kostenfrage. Denn einen Therapieplatz zu finden, welcher von der Kasse übernommen wird, ist heutzutage sehr schwierig. Deswegen wird man, wenn man tatsächlich schnelle Hilfe braucht, meistens auf eine private Lösung zurückgreifen müssen. Das Ganze wird trotzdem von der normalen Krankenversicherung gefördert. In meinem Fall war ich gerade in der Anfangszeit vor 2 Jahren
4-mal im Monat auf jeweils eine Stunde bei meiner Therapeutin. Hier habe ich pro Stunde 100 € gezahlt und jede Stunde wurde mit 45 € von der Krankenkasse gefördert. Die restlichen 55 € pro Stunde müsste ich dann in diesem Fall selbst zahlen. Dadurch, dass ich aber zusätzlich auch privat versichert bin, konnte ich dies bei der Privatversicherung einreichen und bis zu einem gewissen Grenzbetrag wird dieser zweite Teil der Kosten pro Stunde zur Gänze von der Privatversicherung übernommen. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich es mir leisten konnte, in dem Moment, als ich gemerkt habe, dass ich Hilfe brauche, tatsächlich diese Hilfe zu bekommen und sie mir auch zu leisten. Ein großes Problem hier ist jedoch, dass nicht jeder in dieser Situation sein wird und man oftmals sehr um einen Therapieplatz, gerade einen öffentlichen, kämpfen muss. Und das ist überhaupt nicht ideal. Worauf ich aber in diesem Video eingehen möchte, ist, was ich denn in diesen 2 Jahren, die ich mich jetzt bereits in Therapie befinde, lernen konnte. Die erste Sache, die man hier recht schnell lernt, ist, dass man deutlich reflektierter wird. Man wird seinen Handlungen und seinen Gefühlen viel bewusster und man lernt sich selbst sehr viel besser kennen. Gerade durch diese Trigger muss man sehr viel auf sich und sein Inneres hören. Man muss sich in meinem Fall das erste Mal tatsächlich mit der eigenen Person auseinandersetzen. Und das ist ein Learning, das ich so sonst wahrscheinlich nie gehabt hätte, weil man das sehr gerne ignoriert. Der zweite wichtige Punkt, den ich bereits erwähnt habe, ist, dass ich gelernt habe, dass es Trigger gibt. Denn nicht nur für Gefühlslagen, die vielleicht mit einer Depression in Verbindung stehen, sondern auch für andere Dinge gibt es Auslöser. Jede Emotion hat einen Ursprung und meistens liegt dieser Ursprung in der Vergangenheit, eine schlechte Erfahrung, aber vielleicht auch eine positive Erfahrung. Und wenn dann hier ein bestimmter Triggerpunkt erreicht wird, dann wird diese Emotion aus den tiefsten Erinnerungen wieder hervorgeholt und wird dann dazu führen, dass man sich dementsprechend fühlt. Und allein das Verständnis hierfür zu haben, und ich hoffe, ich habe das auch so erklärt, dass eventuell der ein oder andere, der dieses Video gerade sieht, auch sich Gedanken über das Ganze machen kann und eventuell mal in Zukunft auf das achten kann im Alltag, ist schon ein extrem großes Learning. Denn mit Triggern umgehen zu lernen und hier eventuell zu lernen, dass man diese auch erkennt, ist etwas, das einem sehr, sehr viel weiterhelfen kann. Ja, der dritte Punkt ist aber auch, dass unser Kopf nicht in der Lage ist, alles zu verarbeiten. Manche Dinge sind so schwerwiegende Ereignisse, vielleicht sogar traumatische Ereignisse, dass man sie alleine nicht verarbeiten kann. Deswegen reden wir auch sehr oft über Dinge, die uns in der Vergangenheit passiert sind. Das sind meistens Dinge, die uns belastet haben und die wir einfach noch immer nicht richtig verarbeitet haben und sie deswegen immer wieder zu Wort bringen. Und genau um hierbei sozusagen den eigenen Kopf und Körper zu unterstützen, kann eine Therapie sehr sinnvoll sein. Denn zusammen verarbeitet man diese Dinge durch unterschiedlichste Strategien und auch einfach nur durch das Reden und Zuhören. Aber ganz grundsätzlich muss ich auch sagen, ich habe besser verstanden, wie Menschen im Allgemeinen funktionieren. Menschen sind ziemlich berechenbar und manche Reaktionen auf manche Dinge, die man sagt oder tut, sind bei den meisten Menschen sehr ähnlich. Und wenn man sich mal mit sich selbst auseinandersetzt, dann merkt man, dass wir eigentlich im Grunde genommen alle gleich sind und auch alle gleich ticken. Und ein Verständnis hierfür zu gewinnen, ist ein sehr großes Learning gewesen. Etwas, das ich wahrscheinlich ohne Therapie sehr spät oder vielleicht auch nie gemacht hätte. Und der etwas speziellere Punkt ist, dass ich gelernt habe, mit Panikattacken umzugehen. In meinem Fall wusste ich nicht mal, was eine Panikattacke ist. Ich wusste nicht, dass dieser Zustand, in dem ich mich gerade befinde, eine Panikattacke ist. Nicht, weil ich ihn nicht wahrhaben wollte, sondern einfach, weil ich ihn nicht erkannt habe. Aber allein die Tatsache, dass ich nun weiß, wann ich gleich eine Panikattacke bekomme, ist eine Riesenhilfe dabei, hier schon gegenzusteuern, sich einen ruhigen Platz zu suchen, sich wohin zu setzen und eventuell so die ganze Zeit und Dauer der Panikattacke zu verkürzen und irgendwann vielleicht an diesem Punkt angekommen sein, diese auch verhindern zu können. Ich kann hier nur von mir selbst und meinen eigenen Erfahrungen reden. Es gibt sehr viele psychische Erkrankungen, sehr viele unterschiedliche Methoden, mit diesen umzugehen. Und genau aus diesem Grund denke ich auch, dass die meisten Menschen von einer Therapie profitieren. Denn man muss nicht in einer schwerwiegenden Depression mit eventuell
Panikattacken oder ganz anderen Dingen sich befinden, um von einer Therapie zu profitieren. Und aus diesem Grund möchte ich jetzt auch noch ein paar Punkte aufzählen, warum ich der Meinung bin, dass eben jede Person von einer Psychotherapie profitieren würde. Der erste und wahrscheinlich auch schon wichtigste Punkt ist, dass die Person, die einem hier gegenüber sitzt, eine unbeteiligte dritte Person ist. Sie hat nichts mit deinem Privatleben, deinen Sorgen oder deiner Familie am Hut. Du musst nicht aufpassen, dass du schlecht über jemanden redest. Du musst nicht aufpassen, dass du zu viel oder zu wenig preisgibst. Und du musst auch nicht aufpassen, um vielleicht Schwäche zu zeigen. Denn es geht hierbei nur um einen selbst. Und das ist der zweite Punkt, der hier sehr relevant ist. Du hast jemanden, der dir zuhört. Ich habe das Glück, eine sehr fürsorgliche Familie zu haben. Und ich weiß, dass das ein Privileg ist, was nicht jeder hat. Oftmals haben Menschen einfach niemanden, der einem wirklich zuhört. Und in einer Therapie ist man in einer Situation, wo man quasi eine beste Freundin oder einen besten Freund hat, der einem gegenüber sitzt und der so allwissend ist und nur für deine Probleme zuständig ist. Die Person, die dir gegenüber sitzt, wird wortwörtlich hierfür bezahlt, dir zuzuhören. Das heißt, sie kann das sehr, sehr gut. Und du wirst merken, dass hier auch Dinge aus dir herausgelockt werden können, die du vielleicht so gar nicht wirklich wahrgenommen hast. Und diese unbeteiligte dritte Person gegenüber sitzen zu haben, ist am Anfang ein sehr seltsames Gefühl. Mit der Zeit aber eines der besten Dinge, um auch alltägliche Probleme, Stress und ähnliche Sachen zu bewältigen, da man alles einfach mal ganz unbeschwert rauslassen kann. Und dieses unbeschwert rauslassen ist auch der dritte Punkt, denn du musst nicht darauf Acht nehmen, dass du eine Person, die dir nahe steht, schützt. Du musst dich nicht zurücknehmen, du musst keine Rücksicht nehmen. Du kannst einfach so darauf losreden und du weißt, dass du zu 99% der Fälle verstanden wirst. Du lernst aber auch dich selbst und deinen Körper, deine Emotionen, dein Handeln und dein Tun sehr viel besser kennen. Du lernst, mit dir und deinen Handlungen besser umzugehen. Du wirst dich besser verstehen und somit tatsächlich wortwörtlich mit der Zeit ein besserer Mensch werden. Nicht ein besserer Mensch für andere, aber ein besserer Mensch, ein ausgeglichener und reflektierterer Mensch, der deutlich unbeschwerter irgendwann mal durchs Leben schreiten wird. Ein deutlich relevanterer Punkt ist hier aber auch, dass du dir dabei hilfst und vor allem deinem Kopf dabei hilfst, vergangene, eventuell auch traumatische Erlebnisse zu verarbeiten. Wie bereits erwähnt, sind wir Menschen sehr schlecht darin, sehr traumatische Erlebnisse zu verarbeiten. Wir können nicht damit umgehen und deswegen werden sie einfach in den Hintergrund gerückt und kommen irgendwann wieder hervor. Bei manchen wöchentlich, bei anderen täglich und bei manchen vielleicht auch monatlich. Immer wenn diese Dinge hervorkommen, werden sie neu aufgewühlt und das ist ein Zeichen dafür, dass wir sie nicht verarbeitet haben. Und dieser Verarbeitungsprozess wird durch eine Therapie gefördert. Eine Therapie unterstützt dich dabei, deine Probleme, deine Sorgen und deine Erlebnisse besser zu verarbeiten und damit umgehen zu lernen. Ja, und ganz im Endeffekt wirst du langfristig glücklicher werden. Du wirst deine Probleme verarbeiten. Du wirst verstehen, was es denn benötigt, damit du wieder ein glücklicheres und erfüllteres Leben führen kannst. Und du wirst verstehen, was du tun musst, um wieder mehr Lebensfreude auszustrahlen und auch teilen zu können. Und ich wünschte, ich könnte euch zeigen, wie sehr meine Hände schwitzen und wie seltsam es ist, über dieses Thema zu reden. Aber es ist einfach so erschreckend, wie wir in einem Jahr, wie wir gerade sind, 2024, und den Fortschritt, den wir bisher gemacht haben, in einer Gesellschaft leben, wo von vielen dieses Thema noch immer als ein Zeichen von Schwäche anerkannt wird, ein Zeichen von mentaler und geistiger Schwäche, aber auch einfach, dass jemand nicht in der Lage ist, normal zu leben. Also du bist depressiv, du bist krank, du
kannst ja gar nicht Freude verspüren. Du bist ja dauerhaft schlecht drauf. Oder wie kannst du gut drauf sein, wenn es dir schlecht geht? Es ist einfach so viel Unwissenheit über diese ganze Thematik, die noch immer in unserer Gesellschaft herrscht, dass ich mich entschlossen habe, diese Mauer zu durchbrechen. Ich wollte in diesem Video dir davon erzählen, wie es mir mit meiner Depression und meinen Panikattacken geht. Wie lange es gebraucht hat, nämlich mindestens 4 Jahre, bis ich es tatsächlich mal geschafft habe, mir Hilfe zu suchen. Und warum diese Hilfe mir so sehr geholfen hat. Das ist hier der erste Teil von einer kleinen zweiteiligen Videoserie. Denn diese Mauer ist jetzt durchbrochen, aber ich möchte euch die andere Seite von dieser Mauer zeigen. Ich möchte euch zeigen, wie ich es geschafft habe, nach nun 2 Jahren Therapie sehr große Fortschritte zu erzielen und wie ich auf dem Weg bin, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Ich mache das Ganze nicht, um irgendetwas von mir zu teilen oder davon zu profitieren. Mein Ziel ist es, dich da draußen zu ermutigen. Ich möchte dir zeigen, dass niemand alleine ist auf dieser Welt. Niemand muss sich mit einer psychischen Krankheit abfinden. Es gibt Hilfe dafür, und zwar sehr gute Hilfe. Und wenn du die auf Anhieb nicht findest, dann musst du dir die Kraft nehmen, hier weiterzusuchen. Es fällt mir extrem schwer, über das Ganze auf YouTube zu reden. Auch wenn ich hier nur in eine Kamera spreche und überhaupt nicht weiß, wer hier dahinter sitzt, ist es einfach ein Thema, das mich natürlich immer noch belastet. Und ich bin natürlich auch immer noch, vielleicht auch nicht mehr so oft, aber trotzdem noch in Therapie. Und ich habe auch immer noch Phasen, in denen es mir nicht so gut geht. Aber im zweiten Teil möchte ich eben auf das eingehen, wie ich daran arbeite, hier ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Aber dieser Teil kommt nächste Woche und bis dahin bin ich offen und freue mich über jede Frage, die ihr zu dem Thema psychische Erkrankungen oder auch konkret Depressionen, Panikattacken oder auch Therapie habt. Wenn ihr euch nicht traut, das Ganze in den Kommentaren zu fragen, dann schreibt mir privat auf Instagram und ich stehe euch hier zur Verfügung. Ich will, dass mehr Menschen sich trauen, sich Hilfe zu suchen, wenn sie benötigen. Denn es ist kein Zeichen von Schwäche. Es ist genau das Gegenteil davon. Es ist ein Zeichen von Stärke zu erkennen, dass man mit einer Situation alleine nicht mehr zurechtkommt.